Geh mal duschen und so und dann vielleicht einkaufen. Okay, aber rutsch nicht aus. Muss ich mal verkaufen gehen. Ab 11 müsste ich eigentlich auch mal wieder machen, dass ich ewig nicht gespürt. Ich würde ja fühlen, wenn die so ein RBF machen würden, so eine Mischung aus Schattenarena und RBF. Katharina, danke für die Follow. Hello. Einfach nicht so eine Kack-Dachcamping-Scheiße. Ja, ich meine, theoretisch müssten sie ja da auch nur so einen Damage-Counter machen oder so, weißt du? Umso länger du umstehst, desto mehr Damage kriegst du. Ich glaube, so schwierig wird das nicht sein. Also eine Mischung aus Schattenarena und RBF wäre auch cool. Wenn du dir quasi deine Rüstung zusammensuchen müsstest. Oder deine AP. Ich persönlich finde Gamusten ist ja nice, aber die meisten finden das nicht cool. Bestens immer noch Bokruin eigentlich. Wenn er mich fragt. Also ich habe mit Gamos kein Problem. Da drinnen. Mich kloppen und nicht von random Scheiß erzählt werden. Ja, aber warum denn nicht? Jetzt sei doch nicht so. Das hab ich nur von Nougats erzählt.
Ja. Das ist auch okay. Sofern ich dich denn kriege und du nicht gerade Awakening spielst. Das ist Skill, ja? Mit unter 20 HP wegzukommen. Alles trainiert über Jahre. Jetzt gib mir mal meinen Ringpiece hier, Torsi. Schon 23. Aber warum denn? Ich muss ja gleich vorne kurz verkaufen und Daily abgeben. Ja, und du wolltest die Kreier nicht mehr. Du warst hier unten in deiner Kiste. Aha. Ja. So viel geiler ist es jetzt auch nicht. Wieso musst du die füllen? Ich dachte, es hat gereicht, dass du die einfach nur gedroppt hast. Achso. Das sind von den Manikus, ne? Titel machst du das natürlich, ne? So wie ich dich kenne. Vielleicht. Ich glaube, den Code habe ich schon, ne? Ich glaube, ja. Den müsste ich schon haben. Don't tell me to smile.
Anderthalb Stunden erste Kette. Ich habe noch nicht mal einen Schal bekommen heute. Oder ein Relikt. Hier so ein Artefakt. Ganz untypisch. Die Kreier mag mich ja nicht. Vielleicht geht ich bei Uno dann heute mal Ringpiss gedruckt. Wer weiß. Mit Dana. Und dann ist aber auch gut am Abstürzen, ne? Was ich so lese. Deswegen droppen wir nichts. Vielleicht liegt's daran, ne? Man wird es nie erfahren. Okay, du musst rauslaufen. Noch lange Zeit den Weg über die Uhr zurückgefunden. Wo sind denn jetzt so die Midgame-Spots zum Grinden? Hm. 70 AP, 315 Kutum. Hätte 330, hätte ich gesagt, Avia. 315. Ich glaube, 330 war das Ende, ne, DP? Mehr DP und mehr AP. Aber gut, er oder sie möchte ja auch wissen, was die mittleren Spots sind. Aber ich überlege gerade, wo könntest du da hingehen? Es gibt gar nicht so wirklich Mittel. Es gibt nur Low oder High, gefühlt. Wenn ich jetzt so sage, Pilaku und sowas, finde ich das eher Low. Zentauren? Ja. Kommt ein bisschen auf dein Ziel an, ne? Willst du Money machen? Willst du XP machen? Oder willst du was Bestimmtes grinden? Kommt auch so ein bisschen auf die Ziele an. Bei die Kalfian-Spots, oder? Müssen gehen. Ich weiß gerade nicht, was die da an DP haben. Warum? Der DP? Okay. Für mehr Geld, HP, muss ich noch farmen. Also die Spots sind auf der Liste. XP so durch Miro im Moment. Also primär Money. Naja. Zentauren müsste sich eigentlich noch rechnen.
Money-mäßig? Meine ich? Ja, Diebsi-Kreier würde ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Ninja bist du ja, ne? Könnte man probieren. Ich würde mir auf jeden Fall für die ersten Runden Kalks mitnehmen. Wenn du aber mehr stirbst, als du da grindest, dann würde ich es eher lassen. Ich weiß nicht, was für ein Ninja. Succession Awakening stand da nicht, da stand nur Ninja. Wenn ich mir nicht verlesen habe. Succession? Okay, dann habe ich es nicht gesehen. Muss ja aber auch ein bisschen nach vorne gucken, ne? Sonst grind ich irgendwann Winde. Und sonst hätte ich halt gesagt, Pilaku Schwefelmin und sowas. Mit deinen Werten. Aber es ist halt hinten in der Wüste, ne? Müssen wir ein bisschen rumprobieren, ja. Ich glaube, also primär ging es ums Geld und danach um die HP, so wie ich das gelesen habe. Von Map Grind oder Kompass habe ich jetzt noch nicht gelesen. Wenn du halt Tist reagierst, ne, und die ganzen Rollen verkaufst und so, ist auch schon. Ich mache ja da auch nicht gerade wenig Geld unten. Right here.
Frogger. Große. Große Jigglypuff. Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von diesem Manist-Outfit, ne? Aber irgendwie hat es gerade was. Ich mag den komischen Hut davon halt gar nicht, ne? Das sieht irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie komisch aus der Helm. Zu klein. Aber so sieht es ganz okay aus. Ohne Mantel geht es irgendwie auch nicht, finde ich. Bei dem Kostüm, sonst habe ich den ja auch immer aus. Was soll denn noch so dein Plan, Tosi Tosten? Schlafen später wahrscheinlich, ja? Sieh. Machst du dir damit nicht den ganzen Schlafrhythmus kaputt wegen Arbeit? Ich glaube, ich würde auf 10 Spitzen laufen, ja, ich auf den Zahnfleisch laufen. Echt? Bin froh. Oh, scheiße, gleich sagen. Bin froh, wenn ich irgendwie mal länger schlafe, als mein Wecker sonst klingeln würde. Am Wochenende. Achso, okay. Okay. Ich hab's Geistenergie, ja.